Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Oberbayern. Heute mit dabei der Lukas, der Paul, der Lenny, der Werner, der Michael und der Daki. Guten Tag, die Herren. Grüße, hallo. 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 Grüße. Das ist unser Ding hier. Oh ja, immer fester drauf. Wer war das denn jetzt? Ich glaube, Daki. Daki ist das. Bitte was? Was machst du? Oh. Gar nichts. Nee, auch noch. Ich habe VCA eingestellt. Ah, man kennt es hier. Klack, 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 klack. Yeah, ja, mechanische Tastatur und sowas. So. Ja, ich weiß. Immer drauf. Immer davon gehört, ne? Okay. So, du hast mich neugierig gemacht, Werner. Was steht denn jetzt bei euch an Arbeit an? Oh, das ist ein Geheimnis leider. Ja. Warum war mir das fast klar? Weil du nicht mich. Die wollen auch die zweite Aufnahme. Challenge gewinnen. Ja, die keine ist, ne? Aber für das, dass es keine ist, haben wir die erste gut gewonnen. Sehe ich auch so. Ist der Pokal schon angekommen? Papo. Noch nicht. Ja, schade, aber auch. Oh, extra einen Platz auf dem Möbel gemacht, damit der Pokal Platz hat, aber nö. Ja, dann ich fahre nochmal bei der Post nach, wo er geblieben ist. Wehe, einer sagt, Corona ist schuld. Bestimmt. Er kann Gedanken lesen. Ja. Die Antwort für alles momentan oder Ausrede vielmehr. Ja, welche Wiese muss denn noch gemäht werden, Uwe? Hast du die rechts vom Hof, wenn du dich. Ich hab jetzt die links überall vom Hof. Genau, die rechts daneben auch, ja? Ja, genau, da wo du hin bist, das ist auch noch unsere. Da direkt weiter. Lässt du schon wieder für dich arbeiten, Uwe? Lenny hat gefragt. Ich hab nur gesagt, ich hätte. Der normale Wahnsinn. Man kennt es. Du weißt schon, wen er gefragt hat, ob er arbeiten kann. Den Besten seiner Zunft. Ja. Wann arbeitest du? Merkst du was? Weil Lenny tut dir nicht weh, ne? Nee, habe ich gestern gemacht. Er verhebt dich nicht. Er hat halt einfach mal den Kaffeebecher ein bisschen voller gemacht. Ne? Schon schwierig. Einarmige Reißen in der Kaffeetassenklasse. Sagen wir solange am Sonntag fit ist, ist alles okay. Das stimmt. Alter Falter, der Johnny müht sich tatsächlich nur auf diesen kleinen Hügeln schon richtig ab mit dem Ladewagen, ne? Hätte ich nicht gedacht. Werner, du warst ja gerade nicht da, aber magst du M&M's? Ja. Perfekt. Muss dich nachher ansprechen. Warum? Hast du ein paar mehr gekauft oder was? Ja. Ja, auch. Okay. Auch. Es geht dabei um 1,5 Kilo. Nur? Ja. Oh, die besondere. Die schnupfe ich auch mal während der Aufnahme weg, das ist gar kein Problem. Hallo Diabetes. Aber sind das die in der gelben Verpackung? Die kommen, glaube ich, einfach nur im Sack. So billig hast du sie gekauft, okay. Nee, er will sie noch kaufen. Nee, ich habe sie schon bezahlt, aber die sind noch nicht da. Weiß man, wo die herkommen? Ja, echt, irgendwo Fernost. Ja, war mir klar. Kann ich so essen? Also die besten M&M's sind die aus der blauen Tüte. Nee, Crisp. Die gelbe. Eindeutig. Gelbe sind die mit Nüssen, ne? Ja, genau. Ja, die mag ich auch sehr gerne. Das Problem ist, ich darf die eigentlich nie kaufen, weil meine Frau gegen Nüsse allergisch ist. Oh, das ist schlecht. Deswegen muss ich immer die braunen essen, weil die blauen mag ich nicht. Du hast kein einfaches Leben, wa? Nee. Ich hätte einen super Kompromiss für dich. Was denn? Kinder-Schokobonbons. Ja, die liegen bei uns im Schrank. Aber ja. Da sind auch Haselnüsse drin. Ja, aber das merkst du gar nicht. Ich nicht. Also. Schatz, ich habe Schokobons dabei. Ich weiß, ich krieg keine Luft. Ja. Wow. Also schlimm ist nicht. Darf sie nur nicht essen.
dann ist ja alles gut. Aber man mag gar nicht glauben, wo überall Nüsse drin sind mittlerweile. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ne? Selbst die Nussschokolade soll angeblich nicht drin sein. Es ist einfach, nee. Was? Ja, hab ich mal gehört. Was hat dir der Teufel gesagt? Ja, das gut sein, oder? Ja, ja. Willst du schon mal anfangen? Ich kann schon mal anfangen, ja. Uwe, ich bin fertig. Hm. Ja. Dann muss ich gestehen, glaube ich, gerade keine Arbeit zu haben. Okay. Also außer du willst das auch noch zusammen schwaden, auf Schwad legen. Hast du sowas zum Schwad legen? Ja, oben am Hof. Oben am Hof. Quasi auf die Scheune, wo du gerade zugefahren bist, da wo das Bäumchen in der Mitte steht, müsste das. Müsste der Kuhn stehen. Ich wüsste, wo ich gerade lang gefahren bin. Ja. Frau Werner, wir haben Glück. Ja. Machst du weiter? Ich stell die Mähwerke auch wieder weiter, dahin, ja. Ja, sehr gerne. Da oder irgendwie in die Nähe. Guck nur, das ist vernünftig. Ja, ja, guck mal. Ich glaube, so ist ganz gut. Ja, doch. Pah, gut, dass ich schmal bin, ne? Das hatte ich im Gerücht. Hallo, so. Hallo. Naja, gut. Wie geht denn das? Da muss halt zum Glück keiner links, ne? Wie stelle ich um? Wie stelle ich das denn wieder hin? Der sagt, ich muss es ablassen. Wenn ich ablasse, klappt das ja auf. Ja, meistens musst du es aufklappen, um das abzustellen. Nee, das geht auch, ging auch so. Also erstmal solltest du vielleicht Schlauch und... Ja, das habe ich gerade gemacht. Dann wollte er es abgelassen. Ich sehe schon, da ist Emotion dabei. Dafür fahre ich da erstmal gegen. Ja, habe ich gesehen. Wo ist das Ding denn jetzt zum Zusammenkehren? Direkt da, warte. Ach, da, ja, hinter mir, ich sehe. Ey, das passt ja super hin. Ja, oder? Perfekt. Ich auch. Ich muss gleich mal die Nachbarn besuchen. Oh nein. Da aber nochmal. Bist du hier nochmal drüber, hier? Ja, okay, das. Gut. Es klingt gerade so, als baut ihr euren kompletten Hof irgendwie um, habe ich das Gefühl. Alles verkauft. Ja. So, oder? Ja, so ist gut. Wollen wir hier noch die Pumpe hinstellen? Ja. In den Trigger oder geht das nicht? Ich hab keine Ahnung. Ja, in den Trigger. Du musst es in den Trigger stellen. Michael, kannst du ganz kurz aussteigen? Für 5000 können wir es einfach testen, weißt du? Ja, weiter. Ja. Ich stell es mal rein, ne? Ich bin draußen. Mach das. Danke. Klopf, klopf. Guten Tag. Grüße. So. Grüße. Alter, das waren jetzt aber mehr als 5000. Achso, ja, das war... Also irgendwie, der Stall selbst noch. Ich glaube, der Schweinestall stand hier eben noch nicht. Ne, ist korrekt. Ja. Ah ja. Aber der kommt mir sehr bekannt vor. Tut er das? Ja, irgendwie schon. Ja, also du musst das hier schon richtig machen, ne? Warte. Ah, ich darf nicht, ne? Was denn? Kein Lohn aber euch. Schade. Ey, ich wollte das Tor zumachen, ja genau. Du, Werner? Hm? Das sieht nicht gesund aus. Was denn? Das Schwein da. Das und hier? Das kann auch noch springen. Ja, es hat Tollwut, alles gut. Achso. Schweinepest. Ja, alles sehr gut. Schnitzel. Oink. Okay, ihr macht Schweine, sagt ihr? Ah, jetzt wo du es sagst, ja. Ja, okay. So, ja. Welche wollen wir denn kaufen, Werner? Achso, wir brauchen vielleicht noch was zu futtern. Ach, ist egal. Ich habe vielleicht noch ein bisschen was rumstehen. Wir kaufen die fettesten, die es gibt. Vielleicht können wir den Futter verkaufen. Wollt ihr Futter haben?
Keine Reaktion. Ich glaube, wir haben noch so 25.000 da rumstehen. Ist das so? Ihr habt eh noch am Händler gekauft, oder sehe ich das falsch? Klar. Ja, da können wir auch. Oder braucht ihr euch jetzt nicht mehr? Naja, früher oder später. Ich habe halt mal die Jahresration gekauft. Naja. Wir haben gerade ein bisschen mehr liegen, sagen wir es mal so. Ja. Mhm. Gibt es ein Lager, das Schweinefutter lagern kann? Welche nehmen wir denn jetzt, Dagi? Ja, das, was Dagi und Werner liegen haben, stehen haben, wird das können. Wir haben ja immer noch kein Lager gesetzt, ne? Da, Paul. Ihr habt die Kohle einfach nur eingesteckt, ohne was zu bauen. Nein. Sehr betrügerisch. Wieso betrügerisch? Ich habe gehört, ihr habt auch euch die fette Kohle eingesteckt und ein günstigeres gebaut. Also, dünnes Eis, würde ich behaupten. Hä, warum? Wir haben Lager gekauft für das Geld. Wir haben nur umdisponiert, weil es einfach farblich besser zum Hof passt jetzt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, Werner, welche... Was willst du wissen, welche Paul, Schweine das Beste ist? Du hast doch Schweineerfahrung. Soll ich euch da beraten? Ich habe Schweineerfahrung. Wahrscheinlich sind einfach die teuersten die besten. Ich bin ein Schweineexperte, ich kann euch da helfen. Das Yorkshire musst du kaufen. Ja, das sind die teuersten, ja. Der Schwarze. Und ein Schwein braucht 1267 Liter Futter pro Jahr. Die Schwarzen kann man melken, da hast du auch Schweinemilch. Ebermilch sogar. Sehr gut, dann nehmen wir die Schwarzen. Wie viel wollen wir denn davon haben? Der gibt nicht alles Geld aus, ne? Ja, deswegen frage ich. Wie viel willst du noch behalten? Komm, hau alles auf den Kopf. Also wird's nicht. So. 30 kaufen. Sonst verschimmelt das noch bei euch auf dem Konto. Du weißt. 30 Schweine sind aber schon viel, oder? Lenny, Paul, wie viel habt ihr? 50, glaube ich. Ne? Ah, echt? Okay. So. So, das haben wir. Erste Pferde kann aufgesammelt werden, ne? Ja, ich bin noch am Sammeln woanders. Faulpilz. Naja, was heißt Faulpilz? Gib's ihm, Lenny. Ich schufte mich hier zu Tode. Ja. Und du musst nur einsammeln, ne? Ja, und du musstest nur mähen, also... Und Schwaden. Ja, gut. Hektar körperliche also. Arbeit war das jetzt aber auch nicht. Das weißt du, was er für ein Traktor fährt? Rädermann in Rad. Ich fette ein Klaas, also. Daki, was machst du jetzt? War jetzt zum Überlegen, wie wir das mit dem Schweinefutter machen wollen. Ich würde tatsächlich eine Runde Gras mähen, weil frisches Gras wollen die wohl auch haben. Was? So? Stimmt, na. Ne, das haben wir ja vor der Haustüre stehen, zufälligerweise. Schweinefutter deckt aber alles ab, ne? Nur zur Info. Ja. Aber du brauchst ja noch nicht alles, solange sie noch nicht geschlechtsreif könnten sind, sonst oder? Auch doch, die sind für das Schweine. Die sind von Anfang an geschlechtsreif. Ah, okay. Okay, ja, richtig füttern, damit die schnell Gewicht zulegen, weil du bezahlst ja Schwein nach Gewicht. Ja, ist richtig. Weniger Futter du drin hast, also weniger hochwertig, desto weniger schnell nehmen die Gewicht zu. Hat irgendjemand von euch Stroh im Angebot? Aber wir haben späten Frühling. Ich glaube, es hat noch keiner irgendwie ein Feld runtergeholt. Okay, dann kaufen wir eins. Ja. Bevor jemand... Aber du brauchst einen Einstreuer, oder? Für den modernen Kuhstall? Ja. Mhm. Ja. Schweinestall. Ah, Schweinestall. Der Werner hat Kühe im Schweinestall. Ja. Schweine im Kuhstall. Ist billiger. Mhm. Ja. Hab ich auch gehört. Wegen der Förderung wär's gewesen. Dann kannst du es auch endlich melken, die Eber. Ja, Zeit wird's. Habt ihr was zum Einstreuen? Ja, klar. Ja, klar, sagt er.
Lukas, wie sieht's denn aus mit den Feldern? Kurzer. Ja, du kommst mir quasi entgegen. Ah! Wunderte mich schon. Ich dachte, ich werde hier kontrolliert von Micha. Okay. Hast du einen neuen Schlepper? Ich brauche sowas mit Pflegebereifung. Ja, okay. Gut, ich würde sagen, mit dieser Aussage sind wir dann für heute auch fertig. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche Dienstag zu einer weiteren Folge. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.